Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und heute werden wir etwas sehr, sehr Cooles machen. Und zwar habe ich etwas gefunden. Ich habe Pulver gefunden, womit man pinken Glitzerschleim herstellen kann, der nach Zuckerwatte riecht. Leute, wie geil ist das denn bitte? Und ich habe mir jetzt sehr viele Packungen davon gekauft. Zusätzlich habe ich mir ein Planschbecken gekauft. Das werden wir gleich voll mit Wasser machen und versuchen, während ich da drin sitze, über 100 Liter pinken Glitzerschleim herzustellen. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ist es einfach das Geilste, was ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe. Und dann werde ich sehr sauer, dass meine Eltern mir sowas als Kind nie gekauft haben. Wir werden das jetzt einfach mal aufmachen. Oh mein Gott, das ist ja wirklich... Da sind ja richtig große Glitzerstücke drin. Wie geil ist das denn? Seht ihr das? Ich würde sagen, wir wandern jetzt mal ins Wohnzimmer, wo ich das Ganze schon aufgebaut habe, weil wir da ein bisschen mehr Platz haben. Und ja, dieses Video hat keinen tiefsinnigen Grund, aber auf diesem Kanal will ich einfach Spaß mit euch zusammen haben. Und ich dachte mir, was gibt es Spaßigeres, als über 100 Liter Schleim herzustellen? Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Im Moment mache ich halt eher so viele unterhaltsame Videos, entertaining, viele Comedy-Videos, weil ich das Gefühl habe, dass ihr das einfach im Moment sehr, sehr feiert und auch richtig Bock drauf habt. Wobei ja auch ab und zu nochmal ein cooles Beauty-Video kommt. Aber wenn ihr Bock habt, dass ich in der nächsten Zeit nochmal so ein richtiges Beauty-Video drehe, irgendwie so ein Get Ready With Me oder irgendwelche geilen Outfits von mir filmen oder vielleicht eine Morning Routine oder so, dann zeigt mir das auch unbedingt mit einem Daumen nach oben. Ich hätte auf jeden Fall sehr, sehr große Lust drauf. Jetzt geht es los mit dem Video! Ich sitze jetzt im Wohnzimmer, genauer gesagt in meinem wunderschönen Planschbecken mit einem Elefantenkopf. Wie geil ist das denn bitte? Wie ihr seht, ist der Pool noch leer. Ja, wie soll ich jetzt den befüllen? Habe ich mir gerade eben überlegt, weil ich nämlich keinen Wasserschlauch habe. Schlauerweise muss ich das jetzt mit Wasserflaschen machen. Und wenn ich 100 Liter Wasser haben will und ich 1,5 Liter Wasserflaschen nehme, brauche ich über 66 Wasserflaschen hier drin. Ja. Oh mein Gott, ist der Stöpsel drin? Alter, das wär's jetzt noch. Also, wir haben den Pool befüllt. Boah, das ist ja richtig schön warm, das Wasser. Wir beginnen jetzt mit der ersten von 6 Tüten. Oh, wie schön sieht das denn aus? Wir machen eine Nahaufnahme. Das riecht so geil. Riech mal bitte. Boah. Riech mal bitte. Riech die Wackelpudding. Boah, das riecht so lecker. Und das sieht so... Boah, wie geil. Das ist so cool. Oh mein Gott. Guck mal, ich habe schon so Schleimdinger auf der Hand. Okay, ich will mehr. Ich will mehr. Gib mir mehr. Boah, ich hätte nie gedacht, dass das so pink sich einfärbt. Da ist so viel Glitzer drin. Das ist so schön. Boah, Leute, ich komme gerade gar nicht klar, wie das riecht, ne? Das riecht so krass. Geil. Okay, gib mir mehr. Ich will mehr. Das wird schon richtig. Boah, das wird schon richtig dick, das Wasser. Wie lange braucht das, bis das geht? 5 bis 10 Minuten steht. Da muss man nach. Ah, wenn du da so fest schleimst. Nee, das passiert schon nicht. Hey, der Martin sitzt im Schleim. Ja, aber ich dachte, der soll mit hier im Schleim sein. Ich will selbst reinkippen. Okay, Entschuldigung. Willkommen in YouTube-Deutschland. Oha, das ist so dickflüssig. Das ist gerade so hart. Das ist das Coolste, was ich hier gemacht habe. Das ist ein richtiger Schleim, guck mal. Julian, das ist so gut. Oh mein Gott. Boah, das ist... Ja, klar, das spritzt doch alles voll. Julian, ich will mehr Wasser. Ich will noch mehr Schleim. Oh Gott, ich bin dafür. Was geht denn da? Alter. Hä? Alter, das ist viel zu... Ich habe viel zu viel Pulver da reingetan. Das wird voll hart. Das ist wie harter... Ich klebe am Boden. Alter. Vorsicht, es spritzt alles. Weißt du, warum ich das sehe, ne? Oh, nee. An das Slash-Eis. Ja, ein Slash-Eis. Mega cool. Das ist Slash-Eis. Original. Siehst du richtig glücklich aus? Ja, ich bin auch richtig. Willst du noch mehr Wasser haben? Ja. Ihr wisst überhaupt nicht, wie schön sich das anfühlt. Alter! Alter! Raphael, nimm das auch mal in die Hand! Ich hab meine Haare frisch gemacht! Slimey Slime! Tja! Raphael, fass das mal an! Vor allem, ich glaube, der Schleim soll... Boah! Was? Darf ich das essen? Nein! Ich hab noch nie so was Schönes in meinem Leben angefasst. Das ist das schönste Gefühl. Ich hätte mich sogar mal ein. Ich will noch mehr Wasser! Ich will mehr!
pinken Glitzerschleim-Shakes, oder? Ich hab so viel Schleim in der Nase. Jenny macht noch einen ganzen Pool damit. Du glitzerst voll. Okay. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr auch Bock hättet, jetzt hier drin zu liegen. Aber ich habe ja auch noch das Pulver, was ich testen wollte, das den Schleim wieder zu Wasser macht. Ich will aber nicht. Das wird wieder flüssig. Das wird wirklich wieder flüssig. Niemals funktioniert das. Das kann nicht funktionieren. Wenn das funktioniert, das wäre so krass. Hey, guck mal, es wird wirklich flüssiger. Also dieses Experiment ist definitiv gelungen. Hä? Das hat sie jetzt einfach gar nicht gebracht. Doch, guck mal, es ist viel flüssiger geworden. Wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten später und das Wasser ist viel flüssiger geworden, aber trotzdem sind hier noch mega viele Schleimstücke drin. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat, aber ist mir auch eigentlich viel lieber, weil ich noch voll gerne in diesem Schleim hier sitzen bleiben würde. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich jetzt langsam auch mal und beende dieses Video. Ich hoffe einfach, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dieses Video anzuschauen. Und wenn ja, unbedingt Daumen nach oben, genauso wie wenn ihr Bock habt, dass ich öfter mal solche krassen Experimente mache. Falls ihr keine meiner Videos mehr verpassen wollt, dürft ihr hier oben einmal auf Abonnieren drücken. Ist natürlich kostenlos und ihr verpasst keines meiner Videos mehr. Und dann verlinke ich euch noch zwei Videos. Hier auf der Seite gibt es einmal das Video, wie ich selber Galaxy Slime gemacht habe. Das ist auch richtig cool geworden. Und hier auf der Seite verlinke ich euch eine eiskalte Bestrafung in der Badewanne. Das ist auch so eine lustige Challenge zwischen Julian und mir geworden. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da vorbei. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch bis zu meinem nächsten Video, wo ihr hoffentlich alle wieder mit dabei seid, ein wunderschönes